Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus unserem Parkour-Projekt Lost World. Beim letzten Mal haben wir einen kleinen verlassenen Hafen gebaut als Ankunftsort für unsere Insel. Und das erste, was ich in der heutigen Folge machen werde, ist, dass ich erstmal die Insel ein ganzes Stück verkleinere. Also ich entferne hier nochmal ganz viel Terrain. Sieht gerade noch ein bisschen komisch aus, aber gleich, wenn man das Spiel speichert und lädt, dann ist dort an dieser Stelle, könnt ihr jetzt schon sehen hinten, wieder ganz normal Wasser drüber. Und jetzt habe ich hier schon mal so ein kleines Stück von Wald befreit, denn dort soll unsere nächste verlassene Forschungseinrichtung hin. Dafür habe ich zunächst erstmal ein paar Gebäude platziert. Dabei habe ich jetzt auch nicht darauf geachtet, was für Gebäude das sind, sondern habe einfach so ein bisschen willkürlich nach Optik entschieden. Weil ob das jetzt ein Hotel ist oder ein Wissenschaftszentrum oder so, das spielt ja für dieses Projekt eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Weil im Endeffekt geht es ja nur darum, dass es dann optisch später nach Forschungsanlage aussieht und halt auch nach zerstörter Forschungsanlage aussieht. Ich bin auch echt froh, dass es mittlerweile halt dieses Damage-Tool gibt, womit man die Gebäude dann kontrolliert zerstören kann. Weil ich baue solche Projekte, die halt so verlassen sind und zerstört sind, mega gerne, weil es halt optisch immer richtig cool aussieht. Aber das war halt im ersten Jurassic World Evolution Teil immer echt anstrengend, weil es halt dieses Damage-Tool nicht gab und man dann immer auf die Tornados warten musste und diese das dann halt auch nicht kontrolliert zerstört haben, sondern willkürlich. Und dann konnte man halt selber nicht so ganz entscheiden, wo und was zerstört ist. Und jetzt kann man es halt wirklich mega genau anpassen. So, die Gebäude stehen jetzt alle und qualmen schon schön. Und es fliegen auch schon schön die Funken. Und jetzt geht es natürlich auch noch daran, das Ganze mit diesen coolen neuen Deko-Objekten auszuschmücken. Und da sind ja diese Industrie-Deko-Objekte wirklich perfekt für geeignet. Diese ganzen Kisten, Container und sowas. Das ist so cool, dass das so perfekt zu diesem Projekt von uns passt. Und ich finde, damit kann man wirklich so coole Forschungsanlagen gestalten. Ich habe mich hier übrigens jetzt auch noch oben rechts dazu entschieden, den Bereich noch ein wenig zu erweitern, weil ich da halt gerne noch so ein paar Dinosaurierkäfige unterbringen wollte. Deswegen habe ich hier die Wegfläche einfach nochmal ein bisschen größer gemacht. Ich habe mich hier auch richtig ausgetobt mit den Objekten und habe echt viele verschiedene verwendet, weil das halt auch eine etwas größere Forschungsanlage dann war. Und man sieht schon echt ganz gut, wie gut diese ganzen Objekte zusammenpassen und wie gut die auch zu diesen Gebäuden von der, oh, ich vergesse mit den Namen, diese Tierrettungs-Ära da, also diese, nicht Jurassic Park und World-Ära, sondern die andere Ära, wie gut die dazu passen, diese Industrieobjekte, das finde ich mega cool. Also das sieht wirklich alles richtig einheitlich aus. Und jetzt habe ich natürlich wieder erstmal Zäune platziert. Das sieht immer ein bisschen friemelig aus, weil ich halt versuche, möglichst viele Zwischenschritte da immer mit reinzumachen, damit ich dann mit dem Damage-Tool später etwas genauer arbeiten kann. Weil das Damage-Tool zerstört immer diese Abschnitte in der Mitte. Also wenn zwischen dem linken Pfosten und dem rechten Pfosten, den ich platziere sozusagen, in der Mitte zerstört es immer das Damage-Tool. Das heißt, wenn ich viele Zwischenpfosten setze, habe ich viele Stellen, wo ich das dann per Hand zerstören kann. Das sieht man hier, glaube ich, schon ganz gut. An der einen oder anderen Stelle habe ich dann die Pfosten auch mal komplett entfernt. Je nachdem, wie es mir halt optisch ganz gut gefallen hat. Auf der Rückseite habe ich dann auch nochmal so einen dickeren Zaun verwendet, wo ich sagen muss, dass ich den optisch schon mit fast am besten finde, zumindest im zerstörten Zustand. Den mag ich richtig gerne, weil da halt so richtig viele kleine Steine auf dem Boden liegen. Und ich finde, das trägt ganz gut zu dieser Optik bei, die ich halt erreichen möchte für diese Forschungsanlage. Um die Forschungsanlage herum habe ich dann auch noch mal ein wenig Wasser platziert. Und auch eine kleine Erhöhung, damit nicht alles ganz so ebenerdig aussieht. Diese habe ich dann auch ein wenig mit Fels angepinselt. Und natürlich auch noch ein paar Felsen und Steine dort drauf platziert.
Als nächstes habe ich dann auch die beiden Forschungsanlagen, die wir schon gebaut hatten, miteinander verbunden, damit dort da auch ein kleines Wegenetz entsteht. Dafür muss ich an der einen Stelle jetzt auch nochmal so ein kleines Zelt und einen Zaun abreißen, damit wir dort auch einen vernünftigen Punkt haben, wo halt dieser Weg dann connected zu dieser Station. Und den Weg habe ich dann auch in so einer Dirt-Optik beibehalten, wie ich es ja vorher auch schon gemacht habe, damit das halt so ein kleiner Wanderpfad durch den Wald dann später wird. Und jetzt ging es natürlich wieder darum, das Ganze überwuchert wirken zu lassen mit einigen umgefallenen Baumstämmen, Büschen, hohen Gräsern und. Und hier an dieser Stelle habe ich mir überlegt, dass ich dort mal eine Klippe hinmachen wollte, weil ich habe ja sonst immer am Rand der Insel überall nur Strand und da fand ich, dass es mal ganz cool wäre, dazu auch mal ein bisschen Abwechslung zu haben mit einer Felsklippe. Und dann habe ich auf dieser Rückseite von der Klippe die Insel dann doch nochmal ein Stückchen erweitert, weil ich fand die Idee eigentlich ganz cool, dass wir dort dann nochmal an der Klippe so eine Bucht haben, wo halt das Wasser nochmal reingeht und wir dann nochmal so einen Inselteil haben, der ein bisschen nach außen geht und dort sollte dann nochmal ein weiterer Ankunftsort hin, nämlich ein Helikopterlandeplatz. Bei diesem habe ich mich für die Jurassic Park Ära Gebäude entschieden. Weil die finde ich von der Optik immer ganz cool, mit dieser Holzoptik, beziehungsweise so ein bisschen diese rostige Optik ist das ja auch schon. Das passt ja eigentlich auch immer ganz gut. Und ich finde auch, dass dort die Fahrzeuge ganz gut passen. Also dieser Helikopter, das Model finde ich cool. Und auch die Jeeps finde ich super passend. Diesen Ankunftsort habe ich dann mit dem Hafen verbunden schon mal. Und auch dort natürlich die gleichen
Wege beibehalten, also diese Trampelpfade. Dann habe ich auch noch mal den Strand ein bisschen ausgeschmückt mit ein bisschen mehr Sand. Und dann dort auch den ein oder anderen Felsen platziert. Und natürlich durften auch Palmen nicht fehlen. Und jetzt mussten wir natürlich auch diese Station noch schön verlassen und zerstört aussehen lassen. Wieder das gleiche Prinzip. Ein paar Zäune, die dann zerstört wurden. Die Gebäude qualmen ja schon schön. Einige Baumstämme. Und dann natürlich auch wieder viele Industriegegenstände, wie zum Beispiel irgendwelche Tanks für die Helikopter oder Kisten und Container. Hier vorne habe ich dann auch nochmal so ein kleines Zeltlager errichtet. Das habe ich nämlich auch vorher noch gar nicht gemacht, deswegen fand ich das auch ganz cool. Und jetzt als nächstes kam wieder ganz viel Bepflanzung dazu, ganz viele hohe Gräser, Büsche, die das Ganze dann wieder überwuchert wirken lassen. Also das Prinzip bleibt natürlich immer irgendwo das gleiche, aber es muss ja auch irgendwo alles einheitlich aussehen. Also man muss halt sagen, dass das Ganze qualmt und Funken fliegen und so, ist ja eigentlich unrealistisch, weil nach so einer langen Zeit wäre natürlich das ganze Feuer und sowas schon aus. Aber es ist natürlich optisch und von der Atmosphäre her mega cool, wenn es dann überall qualmt und raucht. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Hier vorne habe ich dann auch nochmal die beiden Wege miteinander verbunden. Und jetzt hatten wir wirklich schon ein zusammenhängendes Wegenetz. Also alle Bereiche des Parks oder dieser Anlage sind jetzt miteinander verbunden.
Und jetzt gehen wir nochmal in einen Realtime-Part über, denn ich habe hier einiges an Dinosauriern freigelassen. Und das sind wirklich so viele, dass ich euch jetzt nicht jede Freilassung zeigen wollte. Ich zeige euch das jetzt einmal grob von oben. Hier haben wir zum Beispiel Alus und Proceratus in dieser Area. Also sind echt schon einige. Und die haben halt hier wirklich einen großen Bereich bekommen. Ihr könnt übrigens für alle Dinosaurier, die ich hier euch zeige, Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Die Chancen sind wirklich groß, dass ihr euch hier verewigt. Denn hier erwarten uns schon die nächsten im Wald. Das sind Brachios. Das ist wirklich so cool, wie belebt das jetzt wirkt. Wir laufen einfach hier mitten im Wald herum. Ich zeige es euch auch nochmal von oben. Die haben halt hier so einen riesigen Bereich bekommen. Brachios und auch Stegimolochs sind es, glaube ich. Ich hoffe, die finde ich jetzt. Oh, Kamaras sind es auch. Hier läuft auch gerade ein Kamara rum. Also ich habe hier wild alles mögliche freigelassen. Da ist gerade ein Stegimoloch. Schön am Strand. Sind einfach so unfassbar viele, weil ihr seht ja, hier sind schon über 10, hier sind über 10. Dann kommen wir direkt zum nächsten Bereich. Dann haben wir auch nochmal Styrakus und Paras am Strand. Hier hinten könnt ihr auch rumlaufen. Also ich habe mich da richtig ausgetobt und echt viele freigelassen. Aber das war, glaube ich, immer noch nicht alles. Wo hier, der ist, glaube ich, ausgebüxt. Ich glaube, der fliegt komplett frei rum. Aber das macht ja auch nichts, wenn die frei rumfliegen. Wir haben hier vorne auch nochmal ein riesiges Aviarium in dieser Bucht. Das ist auch echt cool. Da sind ganz viele Flugsaurier. Es wirkt richtig lebendig hier. Überall flattert es. Auch alles Mögliche. Also richtig viele verschiedene. Können dann auch hier auf den Klippen landen. Dort schlafen die dann alle. Und ich muss echt sagen, dass das Spiel noch mega flüssig läuft. Dafür, dass ich hier schon so viele Saurier freigelassen habe. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nicht vergessen, euch irgendwelche zu zeigen. Also ihr seht es jetzt nochmal von oben. Das sind schon wirklich einige. Und eine weitere Folge wird noch kommen, wo ich baue. Und dort werden wir dann wahrscheinlich auch noch hier die restlichen Bereiche füllen. Mal gucken. Weil momentan läuft das Spiel noch wirklich richtig gut. Also ich habe da noch gar keine Probleme. Aber ihr seht ja, wie viele ich jetzt freigelassen habe. Deswegen wollte ich jetzt nicht jede einzelne Freilassung und so euch zeigen, sondern einfach nur nochmal so einen Überblick. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr hier richtig tolle Namensvorschläge für die alle in die Kommentare schreibt. Und ja, ich würde sagen, das soll es jetzt mit der heutigen Folge von Lost Island gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Lasst ein Like da und wir schauen uns jetzt nochmal an, was wir heute gebaut haben.